So, jetzt bin ich auf dem Surf-Server, der ist ja ganz, der ist, also der ist wirklich toll. Gut, man könnte jetzt natürlich Bunny-Hoppen, wenn man nicht mehr als 2,30 machen kann. Der Vorteil an diesem Surf-Server ist, dass ich liebe es ja, wenn Kommunikation herrscht. So, das Einzige, was denn immer natürlich stört, ist, wenn man Leute nicht mag. Ich mag den englischen Akzent nämlich eigentlich nicht. Trotzdem gucke ich 2 Klicks, 3 Kicks, Flip. Aber naja. Und versackert auch mal beim Surfen. Wie das zum Beispiel das Clipping aus 1,6 war nämlich immer komplett anders mit den Ecken und Kanten. Was? Alter. Ich bin ein Links-Surfer, der mit in dem Fall für Normalus mit A surft. Ich surfe ja nicht mit A. Ich spiele ja nicht auf WASD, aber das ist ja nur unrelevant. Ja. Mein Personal Best werde ich sowieso nicht hinkriegen. Weil da habe ich das am Anfang schon zu oft verkackt. Aber das Schöne an Surf-Servern ist, dass die Leute hier, die reden die ganze Zeit. Ich habe das jetzt einfach mal ausgestellt, weil sonst drehe ich, glaube ich, ab. Naja. Was zum Beispiel meine ich mag Surfen mittlerweile fast so gerne wie, also damals war es einfach das Beste und jetzt ist mit N'Go mag ich mittlerweile Bunny Hop lieber, weil die Surfmaps hier einfach alle nur noch auf den Servern so, ne? Weil dieses Extreme mit Übergeschwindigkeit Surfen ist, ja. Einfach nur noch nervig geworden. Und du musst vor allem jede Map kennen. Weil zum Ende her schaffst du dann nachher mit der Geschwindigkeit das nicht mehr. Guck mal, ich bin über mein PR sogar schon hinweg. Und ich habe noch 2 Stages vor mir so. Schon. Kriegt man zwar fast Cancer in seinen Ohren, aber eine Minute über dem, 1 Minute 15 halt über dem Weltrekord, das. Oh, das ist so nervig, Alter. Da kommt man eigentlich viel besser durch. Na, und das ist mega nervig. Ich rede auch ehrlich gesagt nicht gerne, wenn ich am Daddeln bin. Deswegen habe ich schon mal den fiesesten Flame kassiert im Livestream, wo irgendeiner ankam, so, hey, du musst doch mal was sagen, wenn du streamst. Ich so, muss ich? Oder kann ich auch einfach das Spiel spielen? Ich so, bist du hier zum Zugucken, um zu sehen, wie ich spiele oder auch mit mir zu reden? Ich so, ist ja klar, man kann ja gerne. Wieso war ich da auf einmal so langsam? Kannst ja gerne mit mir reden und dann kommt über den Chat was anfangen, aber ich bin ja eigentlich hier, um zu spielen. Ja? Ist ja kein Just RL, also Just Real Life Chat. Just Talking Kategorie in. Alter, ich bin immer noch 8 Sekunden dahinter. Was zur Hölle? Zehn Sekunden im Rückstand, allein wegen sowas, ey.
Kommt wieder dieses übertrieben laute Sound. That's how you do it. Warum ist der so laut? Kann man das nicht mit der Map skalieren? Warum fällt man eigentlich von oben nach unten? Ja. Das ist so. Surfen ist schön. Aber ich finde. Bunnyhop immer noch ein Tick geiler. Bunnyhop Surf. Da gucke ich mir einfach mal an. Connect einfach mal rauf. Habe ich noch nicht, ist klar. Ich habe viele, aber nicht alle. So. Oh, alle Waffen droppen, weil völlig egal. Okay, machen wir es nochmal. Man wird da hochgetragen. Okay, Grüße. Das heißt, man könnte eigentlich sogar an der Wand komplett lang hüpfen. Hopfen. Ein Mix aus Bunny Hop und dem guten alten Weizenhopfen. Bin ja also also beim Bunny Hop ist klar, Standard Bunny Hop ist immer gut. Trainiert unglaublich gut das Movement, was man ja natürlich auch competitive gut anwenden kann, wenn man wegen Mirage aus dem Fenster rausspringt, auch wenn ich Mirage mittlerweile überhaupt nicht mehr rausstehen kann, da wir bis jetzt immer auf die Fresse gekriegt haben, wenn wir Mirage gespielt haben als volles Team. Okay, Bunny Hop, deswegen weiß ich, warum das B-Hop Surf heißt. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Aber das ist so das, was ich auch mag, das trainiert auch. Aber dieses großflächige mit viel Geschwindigkeit, das mag ich seit 1.6, seitdem es da die Catch-Mod gab, da muss ich nochmal ein Video drüber machen, mag ich das viel lieber. Das übertriebene Geschwindigkeit, sich da ein abzustraven und Running Strafe zu üben. Okay, mal. Ich bin jetzt ja hier komplett hoch. Das heißt, rein theoretisch, wenn ich jetzt hier lang surf. Moment. Hört man sogar darüber. Ja, er heizt hier schon ein bisschen schneller. Ja, okay, Restart. Auch immer schön smooth und akkurat. Ey. Dass die Hops akkurat sind, ist klar, weil ich gerade kein Versenk in der Walla Pampa sozusagen. Aber das andere ist ja wieder. So, das war. Das hätte fast geklappt. Oh, konzentrieren und aufhören zu reden, weil ich mich hier ganz schnell hintereinander ducke und springe. So, genau so. Komme ich langsam in den Flow, dass ich weiß, wie die Map funktioniert und dass ich schöne Geschwindigkeiten habe. Aber ja, dann kam Catch dazu und Catch hat einfach so, da war ein Bug durch zu oft ducken, so viel verändert für mich, weil das so viel Spaß gemacht hat. Also Catch ist ja Catch in gab's in Go nicht, gab's in Source nicht, weil Peanuts das in dem Fall als Chefentwickler, mit dem ich dann nachher gut in Kontakt stand und die ganze Zeit immer gespielt habe, das einfach nicht umgesetzt hat. Er hat's einfach nicht umgesetzt. So. In Source war es limitiert, es war halt davon abhängig,
wie viel FPS du geschafft hast. Mit deinem Rechner damals. So heutzutage, wenn man ein 6 aufmacht, hast du gefühlt jeder konstant 1000 FPS. Sobald er FPS Override 1 macht. Und naja, wohl auch, es ist ja engine-abhängig. Selbst mit meinem Rechner oder mit einem i9, mit einer 2080 Ti, wirst du in-game keine konstanten 1000 FPS schaffen. Was einfach damit zusammenhängt, dass die Engine. Die Source Engine, das ist ja die Gold Source Engine. Worauf basiert das nochmal? Eigentlich ist es ja die Quake Engine, die umgeschrieben wurde für Half-Life in die Gold Source Engine und so weiter, ja. Und die wurde dann halt so, das war so, dass du, ja klar, bis 60 FPS hat jeder gespielt. Wenn du mehr als 60 FPS hast, dann hast du Mafia hast du auf 101 nachher gespielt, weil CM Update Rate 101 war, hat man gesagt, die FPS müssen auch so gelockt sein. Am besten gemoved hast du, also meines Empfindens nach, Ranked, in der Rangliste, am schnellsten gemoved durch eine niedrige Airtime beim Springen mit 121 FPS. Da eine CMD-Rate von 120 auch nachher möglich war. Und ansonsten zum Surfen halt 130, weil 131 war alles, was über 130 war. Komm mal hier zurück, ja. Alles, was über 131 war. Komm, ja, nicht alles 135, 133 war die Airtime besonders hoch. Ja, wurde halt. Hast du gestuckt, wenn du gesurft hast? Da wärst du hier. Die Wand ist jetzt schon ein bisschen heftig, aber. Wärst du die anderen Wände beim Surfen nicht hochgekommen, wärst du stecken geblieben, eiskalt. Ich kann das mal erläutern, wenn ich mal meinen alten Counter-Strike-Ordner ausgrabe. Das haben sie ja nachher auch getiltet, indem sie die Engine überarbeitet haben, indem sie den Developer-Befehl rausgenommen haben, die Spacken. Ja. Das kann ich mal machen. Ich mach das mal und dann nehme ich das gleich mal auf und dann hau ich da auch noch ein Video raus. Dann gucken wir mal.